Ich begrüße euch auf unserem Campus. Willkommen bei Two Point Campus, einem neuen Aufbaustrategiespiel, das vor kurzem erschienen ist. Ich bin euer Dekan, Dennis, und werde versuchen, mit euch zusammen im Zusammenspiel einen besonders wilden, aufregenden und tollen Campus aufzubauen, in dem unsere Studenten eine Menge Spaß haben werden. Und vielleicht lernen sie auch was zwischendurch. Mal gucken. Also meine Studentenzeit war ja davon geprägt, dass sagen wir mal, nur so viel gelernt habe, wie notwendig war. Aus mir ist trotzdem was geworden, aber ich erinnere mich an so ungefähr vor 10 Jahren an die ein oder andere nächtliche Ausschweifung, die vielleicht jetzt nicht so im Curriculum stand. Da wurde dann aber auch viel Bulimie gelernt, kurz vor der Prüfung. Naja, es kam aufs Fach an. In manchen Fächern habe ich gerne gelernt und habe mich richtig reingehängt und da auch wirklich viel Leistung gebracht. Und in anderen Fächern, die waren dann halt nicht so spannend. Und da habe ich mich dann lieber mit Filmen, Videospielen und alkoholischen Getränken beschäftigt in der Zeit, anstatt zu lernen. Naja, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Habt ihr studiert? Habt ihr überhaupt irgendeinen Zugang zu diesem Thema, Studium, Universität, oder habt ihr eine Ausbildung gemacht oder seid ihr noch in der Schule? Wie ist euer Lebensweg gelaufen? Würde mich interessieren, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Studenten und wie viele Nicht-Studenten haben wir hier unter den Zuschauern. Nur um das vorwegzuschicken, also ich finde das ultra, ultra blöd und albern, dass da irgendwer irgendwen stigmatisiert. Studenten sind nicht alles irgendwie Eierköpfe und Kiffer. Und oder Kiffer und irgendwelche kinderreiche Eltern, das ist absolut nicht korrekt. Ja, das ist alles völlig durcheinander und sehr unterschiedlich. Und Leute, die eine Ausbildung machen, sind nicht irgendwie dem unterlegen oder irgendwas. Das ist einfach eine gleichbedeutende andere Art des Lebenswegs. Ich habe genug Freunde gehabt, die gesagt haben, nach einem Jahr Studium, ich habe keinen Bock da drauf, das ist mir alles zu theoretisch, ich mache jetzt eine Ausbildung, und die sind super glücklich damit geworden. Ich habe auch Freunde gehabt, die haben eine Ausbildung gemacht und haben dann nach einem Jahr gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die viele Arbeit, ich studiere jetzt. Also insofern, bitte haltet euch nicht zurück in den Kommentaren, wir können da alle offen drüber reden, glaube ich, und wer da nicht drüber reden will, der lässt es halt bleiben. Genau, wir starten jetzt mit Two Point Campus. Das ist natürlich die Fortsetzung quasi von Two Point Hospital. Das habe ich ja auch hier gespielt und damit hatten wir auch viel Spaß. Und jetzt gebe ich mir den Nachfolger, der alles neu und besser macht, aber hoffentlich trotzdem noch viel vom Charme und dem Witz des Vorgängers hat. Wir bauen also eine eigene Universität auf mit verrückten Studienfächern und jeder Menge Studenten, die wir betreuen müssen. Und wie machen wir das? Indem wir auf neues Spiel drücken. Kommt erstmal das Intro. Ihr seht schon, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wo sind die Germanisten? Wo sind die Mathematikstudenten, die einfach nur auf karierten Blättern schreiben? Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Irrsinn zu erleben. Aber ich denke, damit hatten wir alle gerechnet bei diesem Spiel. Spiel ist wieder von Sega, ja, also unserem Lieblings-PC-Publisher. Hätte man auch nicht gedacht, dass Sega mal zu dem Strategie-Publisher auf dem PC wird, nach Jahrzehnten des Konsolenherstellens. Aber mit Total War und den Two-Point-Spielen und so ist Sega natürlich da voll dabei. Und hier sieht man schon eine der Hauptneuerungen. Wir können jetzt auch Gebäude bauen. In Two Point Hospital war das noch nicht möglich, da konnte man nur die Gebäude einrichten. Jetzt können wir sie selber bauen. So, dann starten wir doch mal. Das ist Albert Crank, mein persönlicher Berater und Helfer. Achso, bevor ich anfange, lasst gerne ein Like da, und wenn ihr mich abonniert habt, dann abonniert. Oh Gott, ich hasse es, das zu sagen, deswegen vergesse ich das dann immer 50 Folgen lang und sag's dann am Ende des Let's Plays nochmal. Deswegen jetzt am Anfang. Wenn ihr uns nicht abonniert habt,
abonniert doch gerne den Kanal mit dieser komischen Glocke dazu und so weiter und so fort. Bla, so, fertig. Rede ich nie wieder drüber. Versprochen. Zweite Sache, ich spiele das Spiel im Xbox, in dem Xbox-Client auf dem PC, denn es ist inklusive beim Game Pass. Also wenn ihr den Game Pass für den PC abonniert habt, dann habt ihr das Spiel kostenlos mit der, also im Preis inbegriffen, im Abo. Müsst also nichts extra zahlen, also keine 40 Euro, die es aktuell kostet, überall, also bei Steam und Co. Die könnt ihr euch sparen. Da könnt ihr einfach für 3 Monate den Game Pass abonnieren fürs gleiche Geld. Habt hunderte Spiele und das Spiel ist mit drin für auch 40 Euro. Oder ihr habt den Game Pass noch nie gehabt, dann kostet das sogar ja nur 1 Euro im ersten Monat. Also wer es einfach mal ausprobieren will, tut euch keinen Zwang an. Ich weiß, ich klinge jedes Mal, wenn ich ein Spiel im Game Pass spiele, wie irgend so eine Art Werbefigur von Microsoft, aber ich kriege exakt 0 Euro dafür. Andersrum, ich bezahle jeden Monat mehr als 10 Euro dafür, dass ich den Game Pass benutzen kann. Aber es ist immer noch ein ziemlich gutes Angebot, also schaut doch einfach mal rein. So, Albert, was ist los? Unser Berater. Hast vielleicht keine Erfahrung als Campusverwalter, ja, aber sie geben mir trotzdem eine Chance. Keine Ahnung, was das über sie aussagt, aber hey, auf nach Freshley Meadows und gründe dein akademisches Imperium. Ja, das ist jetzt hier die Kampagne, so wie ich es verstehe. Wir spielen die jetzt erstmal, weil ich ja auch erstmal das Spiel lernen muss. Vielleicht können wir dann nochmal irgendwann eine leere Karte, irgendwie so ein Sandbox-Modus oder sowas haben. Ich weiß nicht so genau, ob es das gibt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das müsste es schon geben. Naja, wir schauen jetzt einfach mal. Dieses College auf dem Lande zeichnet sich durch niedrige Erwartungen und einen schönen Kanal aus. Das sind zwei wichtige Dinge für so eine Uni. Der ideale Ort, um deine Karriere zu starten. Mit $500.000. Naja, da muss man, finde ich, immer... bei solchen Spielen, ich weiß nicht, die wollen immer die Zahlen klein halten, damit man sie sich leichter vorstellen kann. Aber mich bringt das ehrlich gesagt durcheinander, wenn ich bei sowas wie Rollercoaster Tycoon oder Planet Coaster oder so, oder auch Planet Zoo, also so den aktuellen Spielen, Aufbauspielen, so Management-Wirtschaftssimulationen, wenn ich da irgendwie mit $5.000 hier für ein Fahrgeschäft im Rollercoaster Tycoon oder so hantiere und $12.000 für ein Gebäude und so, das ist halt Quatsch. Das sind halt viel zu geringe Summen. Und ich finde auch hier so diese 500.000, damit kannst du halt keine Uni aufbauen. Also mit 500.000 kann ich mir ein Einfamilienhaus bauen, aber halt keine Universität mit mehreren Gebäuden und so. Da muss man, finde ich, immer noch eine Null ranhängen oder zwei. Also das ist jetzt in meinem Kopf, sind das hier eher so $5 Millionen oder sowas. Geht ja auch um eine Dorfuni. Dieses College, ach ja, das ist nur dieselbe Beschreibung nochmal. Sieht aber nett aus, so eine kleine Dorfuni mit so, wir bauen es im Endeffekt auf ehemaligen Feldern. Man macht nicht einfach so eine Universität auf, wie ein Sparkonto oder ein Glas saure Gurken. Jede achtbare akademische Institution wurde vor langer Zeit von Monoken und Fezhüten tragenden Würdenträgern gegründet. Die Welt ist eine Schöpfung der Vergangenheit. Wir sollten einfach alles am Laufen halten und versuchen, nichts kaputt zu machen. Das ist der Sprecher der CDU, der hat das jetzt gerade seine Parteilinie vorgetragen. Ja, okay, so da wollen wir uns natürlich nicht dran halten. Wir wollen natürlich alles neu und besser machen und nicht einfach nur den alten Scheiß verwalten. Entschuldige mal, wenn, wie die Ärzte schon gesagt haben, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und daran wollen wir uns natürlich entlanghangeln. Also die ländliche Gegend von Two Point. Two Point ist ja das fiktionale Bundesland oder der Bundesstaat, in dem auch Two Point Hospital schon gespielt hat, wo wir Krankenhäuser gebaut haben. Jetzt bauen wir Universitäten im selben Bundesstaat. Ich stelle mir das immer vor, als wäre das sowas wie Kalifornien, also ein sehr großer Bundesstaat, oder auf Deutschland bezogen sowas wie Bayern oder Baden-Württemberg oder so. Und es gibt viele verschiedene Städte und Orte und überall werden Unis und Krankenhäuser gebraucht. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein kleiner Landkreis, wo es schon albern ist, wenn man da irgendwie 4 Unis baut, sondern schon ein bisschen größer. Wir lernen jetzt mal die Grundlagen. Also Studentenaufnahme 10. Wir sollen 10 Studenten aufnehmen. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. So, ja, manche Noten. Also ich werde jetzt nicht jeden
jeden Kommentar des Sprechers, der Sprecherin hier kommentieren, die durch die, die Lautsprecheranlage kommen. Weil ich glaube, das war bei Two Point Hospital auch schon relativ regelmäßig ziemlich so lustig zum Schmunzeln. Ich werde vielleicht dann selber drüber lachen, aber jetzt nicht jedes Mal da noch was zu sagen. Hört einfach hin. Ich hoffe, der Sound ist halbwegs okay von der Lautstärke her im Vergleich zu meiner Stimme. Wenn es zu laut oder zu leise ist, dann merke ich das leider erst nach der ersten Folge. Indem ihr es mir unter die das Video schreibt, jetzt hier in die Kommentare. Oder ich höre natürlich beim Rendern des Videos, bevor ich es auf YouTube hochlade, ja auch nochmal, wie der Sound ist. Sagt einfach Bescheid, wenn euch was stört, dann kümmere ich mich darum. So, wir können noch nicht gleich Genies produzieren, wir müssen erstmal was machen, also Kamera drehen, das Übliche, ja, okay, funktioniert wie immer. Süßes kleines Dörfchen, ich finde die Grafik sehr, sehr niedlich. Ist natürlich ein bisschen comichaft, ist nicht realistisch. Ich fände so ein Spiel halt ehrlich gesagt auch mal total cool. In der Produktionsqualität als Double-A-Spiel wie das jetzt hier. Also nicht als kleines Indie-Spiel, sondern so wie das hier, aber halt komplett realistisch. Komplett ernsthaft, mit echten Fächern in Universitäten und so, echten Krankenhaus-Sachen. Fände ich auch cool, aber es verkauft sich wahrscheinlich nicht. Wäre ich wahrscheinlich einer von 5 Leuten, die sowas cool fänden, in realistischer Grafik. So, wir sollen mal zoomen, zoom, 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 schwenki, 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 drehen, drehen, drehen. Mache ich alles mit der Maus, da brauche ich überhaupt nichts anderes für, steuert sich Sahne, also wie man es erwarten würde. Unser Campus wird einen Forschologie-Studiengang anbieten. Das ist sehr allgemein gehalten. Ich sag mal, Forschologie sind ja an sich alle Studiengänge erstmal. Der Witz ist ja, die Ologie, also diese Endung bei den ganzen Studienfächern oder Wissenschaftsarten heißt ja schon einfach Forschen, Wissen, Wissenschaft. Wissenschaftswissenschaft. Forschen, forschen. Alles klar. Wir drücken mal auf Bauen. Auf Wissenschaftslabor. Das Studium ist die beste Zeit für Experimente. Na dann machen wir doch mal Experimente. So. Jetzt können wir hier im Gebäude das selber ziehen. Wissen wir irgendwie, wie groß das sein muss? 5x5. Mindestens. Okay. Mir wird hier auch vorgeschlagen, wo ich es hinmache. Das ist jetzt das Tutorial, deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal so. 5x5. Dann machen wir hier eine Tür hin. Und dann brauchen wir eine Tafel. Schwamm drüber. Ich baue das jetzt einfach mal so, wie es mir hier im Video vorgeschlagen wird. Einfach nur aus Fragen der Bequemlichkeit. Wie drehe ich denn Objekte? Das wäre jetzt nochmal interessant. Wie kann ich die drehen? Das muss doch auch irgendwie gehen. Also mit den Q, R, E-Tasten und so kann ich nur die Kamera drehen. Ja, ich kann das Spiel pausieren mit der Leertaste. Das war auch zu erwarten. Okay. Da ich jetzt gerade noch das... Nee, ach Mist. Na gut, kann ich vielleicht auch später noch drehen. Das muss ja irgendwie gehen. So, brauchen wir noch irgendwas? Wir haben eine Tür, wir haben das... Ist das hier notwendig? Wissenschaftsregal? Ja, jetzt wäre es schon gut, wenn ich das wüsste, wie man das drehen kann, ne? Was ist das hier? Filter zurücksetzen? Ne, das hat damit nichts zu tun. Das geht jetzt hier nicht irgendwie mit der Maus so einfach. Gibt es irgendeine Taste dafür, die dafür direkt... Nee. Na gut. Dann... gucke ich jetzt einmal ganz kurz in die Steuerung, weil ich das gerne wüsste. Ranzoomen, Zeigesteuerung, Tastenkürzel, Zeitsteuerung. Okay, mit Plus und Minus kann man die Zeit steuern, das ist wichtig. Schnell speichern, schnell laden ist F6, F7, ist auch nicht unbedingt unwichtig. Steuerung L ist Objekt kopieren, das ist auch gut. Ranzoomen. Im Uhrzeigersinn Pfeil links. Ach, mit den Pfeiltasten. Willkommen zurück, liebe Studis. Naja, DJ Shorts hat für euch wieder den Finger am Puls des Geschehens im Two Point County. Thema des Tages?
Wäre Jasmine Odyssey cooler, wenn sie nicht Everybody's Darling wäre? Spoiler-Alarm, aber sowas von... Als nächstes hört ihr den Mega-Song von einer Band, deren Namen ich nicht mehr aussprechen kann. Ziemlich anspruchsvoller Scheiß. Zieht euch das unbedingt rein. Okay. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Warum brauchen wir einen Hausmeister im Vorlesungssaal? Also, das ist ganz nett, wenn man es alleine spielt. Aber wenn der DJ jetzt ständig dazwischen quatscht, dann nervt mich das, glaube ich, nur. Deswegen schalte ich jetzt mal die Lautstärke vom DJ auf 0. Und wir hoffen einfach mal, dass das, dass er dann halt einfach mal das Maul hält. So, Leroy Essig wird jetzt hier mal eingestellt. Der ist, hat 70% Lehrkompetenz bei Forschologie, kostet $4,200, einmalig und kostet dann $28,000. Ich nehme an pro Jahr, was ziemlich wenig wäre. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass das keine realistischen Werte hier wahrscheinlich sind. Auch dass man... Muss man $4,000, an wen zahle ich die denn? An ihn? Weil ich krieg kein Geld, wenn ich irgendwo neu eingestellt werde. Das kriegt der Recruiter. Naja, vielleicht... Eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Eine Testdurchsage. So, der Typ lässt Müll fallen, er hat eine schwache Blase, er kriegt ständig Hunger und er hat es in der Sofaritze gefunden. Was auch immer. Achso, sein Zeugnis. Ach nee, keine Ahnung. So, den stellen wir jetzt mal ein. So, den haben wir jetzt mal dahingestellt und jetzt ist er hier der Dozent. Jetzt haben wir alles. Wenn du bereit bist, wir eine Folge ja starten, um unseren neuen Erstsemester willkommen zu heißen. Wir haben aber noch, wir haben jetzt, also, das ist alles, was man braucht für eine Uni. Du brauchst einen Vorlesungsraum und einen Forschungsexperimentierraum sozusagen, Labor. Ist ja nicht so viel. Nö, dann starten wir mal. Es ist einfach nur ein Jahr. Sie ist wirklich so motivierend. Es ist nicht euer Jahr, es ist nur irgendein Jahr. So, wo sind denn jetzt meine Studenten? Ich hatte erwartet, dass hier richtig was abgeht. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich warte voller Vorfreude auf meine Studenten. Ich bin gerne Dekan. So, hier kommen Autos, aber steigt da jetzt jemand aus? Wird da einer von Mami und Papi zur Uni gefahren? Okay. Seid ihr Brüder oder so? Wieso steigen da drei... Ist das ein Clown-Auto? Original mal Alf, Willow und Randy. Alle im ersten Jahr, alle noch relativ zufrieden. Fleißig, sehr gut. Du bist doch voll der... Er ist ekelhaft. Das ist aber nicht schön. Also ekelhafte Leute wollen wir hier eigentlich nicht haben. Du bist... Der hat einen Sahara-Mund. Er kriegt ständig Durst. Dann müssten wir dem eigentlich mal einen Getränkeautomaten hinstellen. So, wir sollen jetzt eine Vorlesung abschließen. Okay, hier wird Werbung gemacht. Ihr seht jetzt hier noch die Untertitel vom Radiotypen, auch wenn ich den Radiotyp abgeschaltet habe. So, wie funktioniert das denn jetzt mit dem Studiengang? Passiert das von alleine? Studiengangverwaltung. Kalender, Studiengangverwaltung. So, jetzt machen wir mal. Forschologie haben wir hier, ne? Bewerber 10. Kann ich vielleicht mal da unten das einfach weggehen, diese Sachen? Vielleicht muss ich auch die Untertitel mal abschalten. Ich bin hier noch ein bisschen am Einstellen, ihr merkt das schon, ne? Untertitel mache ich mal aus. Und dann bin ich da, glaube ich, besser mit. Fahre ich da besser mit. So, wie funktioniert das jetzt? Also, wir haben jetzt hier Studiengänge. Studiengebühren im nächsten Jahr? Nein, wir sind eine europäische Uni. Nein, ich weiß, Two Point liegt, glaube ich, offiziell nicht in Europa. So, das könnte man upgraden, aber erst zum nächsten Studienjahr, so wie ich es verstehe. Kann man da irgendwas einstellen? Studenten gesamt 7, da können noch mehr. Also ich kann maximal 10 aufnehmen. Die Studiengebühr sind 9.000.
Lernkurve ist die Anzahl, nehmen wir nur die besten Bewerber auf. Also das ist hier sozusagen der NC, also wie gut man sein muss, um aufgenommen zu werden. Hier sind bestimmte Anforderungen, was man braucht, um diesen Studiengang zu haben. Also wahrscheinlich den Raum und so weiter. Hier sieht man noch, die Bewertungsnote ist 0%, weil der Studiengang ja gerade erst anläuft. Da konnte natürlich noch keine Statistik gesammelt werden. Ist ein sehr einfacher Studiengang. Ohne Rauch keine Wissenschaft. Das sind wichtige Fragen, die hier beantwortet werden. Von Nägeln und Pflaumen. Der Lack-Moose-Test. Oh Gott, die Witze, ey. Das ist ja hier wirklich Dead Joke, das Spiel. Goddammit. Ein multidisziplinäres Feld, das eine Bandbreite von Technologien einsetzt, um die drängendsten aktuellen Fragen zu beantworten. Warum ist das blau? Ob das wohl schmilzt und wie lang ist diese Schnur? Okay, alles klar. Wichtige Fragen, wichtige Fragen. Dieser Studiengang, der findet jetzt einfach automatisch statt, da müssen wir jetzt gar nichts machen, ne? So verstehe ich das. Und dann haben wir hier irgendwelche Termine, Vorlesungen und so. Da müsste man dann gucken, später mal, kann man da irgendwas manuell einstellen. Also wenn ich nur einen Vorlesungssaal habe, dann müsste man ja sinnvollerweise irgendwie gucken, dass dann da verschiedene Studiengänge zu verschiedenen Zeiten drin stattfinden. Auch wenn es geil ist, dass hier eine Vorlesung mehr oder weniger ja einen Monat dauert. Das ist schon ein bisschen lustig. Vorlesung Antisozialwissenschaften. Haben Sie hier schon mal reingeplant? Da haben wir aber noch keinen Dozent, aber das ist erst im nächsten Jahr. Jetzt müssen wir erstmal das Jahr hier auf die Reihe kriegen. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Genau, wir sollen inspirieren. Die Studierenden besuchen gerade ihre erste Vorlesung. Wer weiß, was da passiert. Das wüsste ich auch gerne. Gucken wir doch mal hin, was da passiert. Was ist das hier? Visualisierung. Achso, da kann ich mir Sachen einblenden lassen. Ist wahrscheinlich noch total nicht warm genug hier, ne? Alles so gelb. So, jetzt wird hier geforscht. Piu, piu! Eine Vorlesung im Wissenschaftslabor beginnt. Ja. Wird gerade angefangen und die Studenten haben mega viel Spaß. Beim Studieren sammeln deine Studierenden Erfahrungspunkte, kurz ERF. Was wiederum ihre akademische Stufe erhöht. Also sie werden halt einfach besser. Verstehe. Wo sehe ich denn die Erfahrungspunkte? Das ist hier die Stufe wahrscheinlich, ne? Ja, die füllt sich auch gerade. Seht ihr ja hier bei Willow. Monatlicher Gewinn. Ich habe Geld gemacht. Und durch Erfahrungspunkte sammeln kriege ich noch mehr Geld. Was natürlich super ist. Also, wenn die Studenten auch tatsächlich studieren, dann bekomme ich Kohle. Das ist ja ganz praktisch. Sind hier jetzt gerade mittendrin irgendwelche Leute einfach gegangen? Was ist denn mit dir hier los? Was ist denn mit Kensington Stassler los? Bisschen scheu. Hat er keinen Bock auf Studieren oder was? Aber die Vorlesung läuft doch gerade. Weil an sich sind doch da jetzt 10 Leute... Ja, 10 Leute aufgenommen. Also ich kann jetzt hier... Achso doch, ich kann immer noch draufklicken. Also wir haben 10 Leute jetzt auch tatsächlich in dem Studiengang. Aber einige gehen halt einfach zwischendurch auch mal. Also nur die, die hier auch tatsächlich irgendwas machen, also irgendwie interaktiv an irgendeinem dieser Objekte hier drin irgendwas tun an dem, in dem Raum, die kriegen auch Erfahrungspunkte. Und mein Dozent, kriegt der auch irgendwie Erfahrungspunkte oder irgendwas? Könnte dem jetzt eine Gehaltserhöhung geben? Der wird zufriedener. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Geschafft, die Studierenden haben ihre erste Vorlesung bestanden. Leider haben sie sich nicht besonders gut geschlagen. Es scheint, dass viele vom ein oder anderen Bedürfnis abgelenkt werden. Studierende, deren Bedürfnisse erfüllt sind, sind zufriedener und weniger abgelenkt und können sich demnach voller Freude und Enthusiasmus auf ihre Studien konzentrieren. Dann sollten wir ihnen doch mal die Grundbedürfnisse vielleicht befriedigen, würde ich sagen. Durst und Toilettenkomfort wirken sich auf die Gesamtzufriedenheit aus. Zufriedene Studierende zeigen in Vorlesungen bessere Leistung und sammeln mehr Erfahrung. Werfen wir einen Blick auf unsere Studierenden, um zu sehen, wie wir den Campus verbessern können. Gucken wir doch mal hier. Er ist müde. Einladender Campus muss für dreierlei Dinge gesorgt sein. Studierende brauchen Ort, um sich zu entspannen, um sich auszuruhen und um sich zu erleichtern. Okay, also
Gemeinschaftsraum, ein Schlafraum und irgendwie eine Toilette, würde ich so verstehen. Zwei davon sind eigentlich das gleiche, aber es heißt nun mal, aller guten Dinge sind drei. Ach so. Lass uns einen Schlafsaal und eine Toilette bauen, um für den nötigen Komfort zu sorgen. Gut, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge von Two Point Campus. Folgt mir einfach weiter auf meiner Reise durch Two Point. Wir werden verschiedene Campusse bauen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das dekliniert wird, da ist Lateinunterricht zu lange her bei mir. Campen. Wir bauen auf jeden Fall einige verschiedene Campusse und vielleicht auch unseren komplett eigenen. Da schauen wir mal, wie lange das hier trägt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich sag's noch ein letztes Mal. Wenn ihr Lust habt zu interagieren, dann schreibt gerne Kommentare oder liked das Video. Ihr könnt auch das Video disliken, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber warum solltet ihr? Ist ein gutes Video, oder? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.